Tag. Heute packen wir ein Garmin Striker 7SV aus, welches heute noch zum Kunden geht. Das Garmin Striker 7SV ist ein Echolot, was es seit 2016 gibt. Mit Mehrfrequenztechnik ausgestattet und ebenfalls mit GPS. Es ist zwar kein reiner Kartenplotter, aber er kann trotzdem sehr viel. Im Vergleich zu seinen kleineren Brüdern 7DV beherrscht er noch zusätzlich das Side Imaging, was bei Garmin Side View heißt. Alles dabei, was man für ein Boot mit Heckspiegelanbau benötigt. Eine kleine Anleitung, Verkabelung, Stromanschlüsse, Aufbauhalterung. Mit Drehteller. Edelstahlschrauben, wunderbar für Salzwasser und alles weitere, was man braucht. Sogar einen Störmagneten. Und einen wunderbaren Anschluss für den Geber an einen Elektromotor. Hier sehen wir den Geber mit einem ausreichend langen Kabel zum Verbinden an die Unit. Und es gibt auch noch eine kleine Anleitung für den Geber selbst. Der Garmin Geber ist ein von Garmin selbst entwickelter Geber. Typs GT52, serienmäßig dabei. Und dies ist der Bildschirm mit seinem Computer, CPU, natürlich kommt der Bildschirm mit einer Schutzfolie daher, die für den Transport wichtig ist, damit unser Bildschirm nicht zerkratzt. Hier haben wir einen Stromanschluss, bereits mit einer Sicherung ausgestattet, die vor Überspannungen schützt. Zusätzlich zu dem Stromkabel haben wir noch eine Zwillingsleitung oder eine Leitung in Blau und Braun. Damit könnte man den Garmin Striker mit einem weiteren Garmin Striker koppeln. Wir haben einen roten Anschluss, der hinten zum Power gehört. Okay. Wir haben auch schon einen Akku vorbereitet, womit wir den Test starten können. Verbinden das rote und das schwarze Kabel
Zuerst werden wir gefragt, in welcher Sprache wir unser Echolot einstellen wollen. Für unseren deutschen Kunden nehmen wir natürlich Deutsch. Drücken dann eine Bestätigung. Wollen wir einen Vorführbetrieb? Ja, in dem Moment für die Kamera schon. Sie möchten das Gerät für den Vorführbetrieb einrichten? Ja, wir sind sicher. Und wir wollen gerne die Systemeinheiten. Metrisch, nicht in englischen Maßen. Die Zeitzone möchten wir gerne. Benutzer definiert. So, das Zeitformat nehmen wir dann auch nochmal. 24 Stunden Sommerzeit an. Und gehen auf Weiter. Ja, wir haben einen benutzerfreundlichen 7 Zoll Fischfinder. Alles, was wir da lesen können, ist tatsächlich so. Was wir nicht haben, ist ein Chirpgeber. Der würde um einiges mehr kosten als das Gerät mit dem Standardgeber. Das heißt, wir haben einen chirpfähigen Bildschirm und einen traditionellen Geber, allerdings mit Zeit- und Downview. Es gibt noch zusätzliche Möglichkeiten, optional für Kajakfahrer oder auch für Eisfischer. Wir haben ein integriertes, hochempfindliches GPS zum Markieren von Angelgebieten. Hier sehen wir, dass wir unseren Start markiert haben. Besser gesagt, da geht die lila Linie los. Wir können unterwegs Punkte setzen, unseren Starthafen immer wiederfinden, weil wir die Spur gelegt haben und so alle Möglichkeiten haben. Ja, hier sehen wir das traditionelle Dual-Scan-Bild. Mit Chirp-Technologie wird das Ganze von den Fischsicheln und von den Abständen unter den Fischen noch besser mit einem zusätzlichen optionalen Geber. Wir haben das standardmäßige integrierte Downview zur Darstellung von Strukturen und Fischen. Man sagt, es ist quasi fotorealistisch, weil wir dann auch tatsächlich die Umrisse von Pflanzen, untergangenen Bäumen und Wracks und ähnliches sehen können. Und wir haben ein integriertes Sideview, wo in der Mitte unser Boot ist, nach links und rechts aufgeklappt, das Wasser und ab dort der Bodengrund je nach Wasserhöhe eben nach links und rechts bis zu 45 Metern ungefähr. Natürlich können wir den Bildschirm auch teilen, was sehr interessant ist, weil wir das traditionelle Echolot mit den Fischsicheln in Zusammenhang mit Down- und Sideview noch zusätzlich weitere Informationen bereichern können. Wir sehen auf dem traditionellen Echolot sehen wir nicht besonders gut, was sich auf dem Boden befindet, dafür sehr gut über dem Boden in Wasserhöhe zwischen Boden und Boot. Man kann auch eine Option setzen zur Splitfrequenz mit unterschiedlichen Kegelwinkeln anzeigen, was also nochmal eine Bereicherung darstellt, um ergänzende Informationen links und rechts darzustellen. Auch dies ist ein Hinweis, wo befindet sich vielleicht gerade ein Fisch, in welchem Bereich vom Boot aus gesehen. Da, wo sich die Verfärbungen auftun, haben wir einfach Kontakt beim Echolot-Ping und das wird wieder zurückgeworfen. Ja, das war's von meiner Seite mit dem Garmin Striker 7 SV. Ein schönes, großes Echolot mit vielen Funktionen, leicht zu bedienen, mit ein wenig GPS und ich finde für Binnenfischer ein wirklich optimales Echolot. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen finden Sie unter technikfuerangler.de. Wir sind für Sie da.